Moin Leute, heute mal wieder ein schönes Review. Und zwar ist es heute mal nichts von Begadi, sondern von Amazon und solchen Plattformen. Und damit ihr diesen Schrott, kann ich das jetzt schon sagen? Ja, kann ich. Und damit ihr diesen Schrott nicht kaufen müsst, haben wir das mal getan. So, wir haben uns hier mal drei super, super geile Exemplare besorgt. Ein Typ 95. Wollte ich schon immer haben. Hatte früher Begadi sogar von Reelsworth. Hatte Begadi früher von Reelsworth. Wollte ich unbedingt haben. Gibt es leider nicht mehr, weil es die Firma Globe nicht mehr gibt. Sehr, sehr ärgerlich. Aber für mit Versand knapp über 30 Euro haben wir eine gefunden. Bei Amazon. Super, super, super geil. Leider nicht. Also, ja. Verpackt kommt das Ding in einem Plastebeutel. Also wirklich, es kommt in einem Plastebeutel auseinandergebaut. Kommt es in einem Plastebeutel. Das ist hier quasi die Mündung hier. Oder halt, ja, oder halt dann mit Schalldämpfer, der sehr, 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 sehr hohl ist. Und auch, ich weiß es nicht, auch meiner Meinung nach ein bisschen schief ist. Also geil, gehen wir zur nächsten. Dann haben wir diese super tolle Erbsenpistole. Die hat ganze 15 Euro gekostet. Muss ich tatsächlich sagen, die ist vermutlich keine 2 Euro wert. Super geil. Die kommt in dieser absolut tollen Verpackung mit eben kleinen Mini-Tütchen-Kugeln. Ja. Schmutz. Und dann haben wir noch von Omarex diese Beretta hier. Tatsächlich ist mir aufgefallen, als wir die da hatten, dass ich schon seit 15, 16 Jahren diese Beretta, also zumindest stark ähnlich, diese Beretta da habe, bei mir da liegen habe. Ja, irgendwie mit so einem Bugs-Federsystem, was da, Golden Spring, irgendwas stand da drin, keine Ahnung. Und die hat, also bei mir, die hat tatsächlich sehr, sehr lange recht gut funktioniert, früher, als man da so ein bisschen Billo-mäßig gespielt hat. Und das ist quasi die gleiche. Also, die ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die kostet 28 Euro. Quasi sogar genauso viel wie das hier. Aber die ist, glaube ich, tatsächlich nicht so schlecht. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Genau, hier ist sogar im Lieferumfang enthalten, dieser ja, tollen Packung, entlehne Instruction Manual hier. Dann noch irgendein anderer Zettel, der sehr, sehr rot ist. Ach, hier, wie man der sichere Umgang mit diesen gefährlichen Waffen. Und dann hier auch noch ein Tütchen mit Kugeln. Es steht auch drauf, dass es 6 mm ist. Wie viel es sind, steht nicht mit dabei. Ja, gucken wir uns die Teile mal im Detail an. So, fangen wir wieder an hier mit der Typ 95. Ich würde vermuten, keine Originalmaße. Okay, 30 Euro. Also, ihr habt halt diesen wunderbaren Schalldämpfer dazu. Der ist halt wirklich geil. Der ist, also ist super schnell montierbar, ohne Werkzeug frei, super schnell, ohne irgendwelchen QD-Dreck oder irgendwas. Einfach fertig. Geil. Also, super. Dann ist er halt leider hohl. Ich weiß nicht, was ihr jetzt wie viel davon seht. Ist halt einfach hohl. Ist wie so eine Tröte. Dafür funktioniert das Teil tatsächlich gut. Wie so eine scheiß Wuwuzela. Okay, gehen wir mal weiter. Der Tom mit der Kamera, der kriegt sich gerade schon nicht mehr. Wir sollten vielleicht öfter solche Waffen machen. Dann haben wir hier diese wunderschöne Mündung, die halt leider auch, also einfach nur bekloppt aussieht. Wenn der Schalldämpfer nicht drauf ist, sieht das einfach nur bekloppt aus. Auf dem Artikelbild bei Amazon sah das auch besser aus. Ist ein bisschen ärgerlich. Also ich habe hier wirklich was erwartet. Habe mich richtig drauf gefreut. Bin enttäuscht. Hier vorne haben wir tatsächlich auch was für den Sling. Der Sling, der dabei ist. Der ist natürlich, also der ist lit. Der ist lit hier. Also ich will hier gar nicht weiterziehen. Aber der Sling, geil. Also die Länge ist super. Die Länge ist einfach super.
kannst du dir quasi um den Hals hängen. Aber dann quasi nicht mehr schießen. Aber, also geil. Wirklich geil. Jetzt chill mal bitte, ey. Ich versuche hier ein Review zu machen. Also hier kommen wir jetzt auch, wenn wir hier mal weitergehen nach hinten, kommen wir hier zum Kornträger. Und hier kommen wir halt auch wirklich, also zum ersten Problem, was mir wirklich auffällt, ist hier, also seht ihr das? Seht ihr diesen Spalt hier? Hier, man kann das richtig aufziehen hier. Das finde ich echt nie geil. Das Krasse ist, hier ist ja ohne Schraube, aber vermutlich hat die wohl irgendeiner zu sehr reingedreht. Und da hat es vermutlich das ganze Gewinde oder so alles raus, also von dem Kunststoff halt, alles rausgerissen. Und dadurch hält es hier leider nicht mehr. Das finde ich nicht so geil. Links und rechts haben wir zwei Picatinny-Schienen für Dummy-Lights oder Packboxen oder irgendwas. Vielleicht durch Griffe. Ja, ein bisschen beschissener Winkel eigentlich. Genau. Gehen wir weiter. Hier ist schön strukturiert, dass man das halt, dass das ordentlich in der Hand liegt. Gewicht ist halt nicht vorhanden. Deswegen muss man jetzt auch nicht sonderlich stark zugreifen. Wenn man das macht, hört man es halt. Ich mache mal das Magazin raus. Das klappert hier wie Sau rum. Wenn man das macht, dann knarzt das hier auch alles so ein bisschen, weil das halt leider ein bisschen, naja, nicht so super zusammengebaut wurde hier. Deswegen, aufgrund des Gewichts, packt einfach nur ein bisschen an. Ihr müsst hier nicht zugreifen, wie bekloppt. Dann haben wir hier oben, ja, diesen Griff halt, wo man das schwere Gewehr tragen kann, easy tragen kann auf dem Spielfeld, wenn man dann eben mal im Anschlag ist. Hier ist dann auch der Ladehebel, der ist sogar, das ist natürlich super geil, der ist sogar klappbar. Also ich kann nicht bloß so laden, ich kann auch so laden. Das ist, finde ich krass. Also verstehe ich auch nicht, warum sie das gebaut haben. Hätte man sich schlichtweg schenken können vermutlich. Aber lässt sich nicht in die Seite, auf diese Richtung klappen, sondern nur hier in die Richtung. Hier unten ist dann der Abzug. Ja, können wir ja gleich mal gucken, wenn wir jetzt eh mal hierbei sind. Also da ist direkt, der Druckpunkt ist direkt da. Hier ist kein Spiel irgendwie, direkt der Druckpunkt da. Dann schlägt sie ab. Klingt doch tatsächlich gar nicht so krass. Also klingt jetzt nicht sonderlich laut oder so. Ist krass. Dann haben wir hier oben auf dem Tragebügel haben wir hier eine verstellbare Kimme. Ach so, in die Richtung, sorry. Haben wir hier eine verstellbare Kimme. Da haben wir hier einmal, naja, so V-förmig und einmal Loch. Nie verkehrt, nie verkehrt. Lässt sich leider in der Höhe nicht einstellen oder links und rechts, sondern kannst du nur wechseln. Okay, ich glaube, damit kommt man klar. Ja, hier hinten rum ist dann eigentlich nichts mehr, außer so ein bisschen Made in China. Haben wir jetzt auch tatsächlich nicht anders erwartet. Auf der anderen Seite haben wir hier noch eine Nummer, die 998. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine fortlaufende Nummer ist. Falls irgendeiner von euch dieses Ding hat, sagt mal, ob ihr auch die 998 habt. Vermutlich. Und hier, richtig geil, eine Sicherung. Hier ist tatsächlich eine Sicherung. Jetzt ist quasi Feuer. Also nehme ich mal an, weil, also hier ist eigentlich ein Pfeil, aber der rastet halt hier ein. Ihr seht ja hier diese kleine Einkerbung, der rastet jetzt hier ein. Müsste ja jetzt vermutlich safe sein. Also hier seht ihr ja, wie gesagt, diese kleine Vertiefung. Und jetzt rastet es hier ein. Ist jetzt nicht sonderlich, es ist nicht sauber. Also es rostet nicht sauber ein. In die Richtung geht es auch einfach wieder. Hier lässt sich es eh mal komplett bis hoch drehen. Ja, also hier müsste es jetzt eigentlich safe sein. Gucken wir gleich mal nach. Oh, ey, es ist wirklich ein bisschen Druck drauf. Es ist safe. Es ist safe. Krass. Also wie gesagt, der ganze Hebel ergibt halt tatsächlich keinen Sinn. Weil er halt schlichtweg falsch rum ist, er zeigt jetzt nach oben, da wo gar nichts ist. Und wenn ich es jetzt quasi hier rüber mache, also dass er so nach hinten zeigt, wo auch nichts ist, dann müsste es jetzt eigentlich feuern. Geil, Sicherung funktioniert. Krass, krass, krass. Dann haben wir hier nochmal
ja, eine Aufnahme für den Tragebügel, für den Sling. Ja, also zu dem Sling muss ich jetzt, glaube ich, nichts sagen. Der ist halt wirklich krass. Also, das ist richtig hardcore. Das Ding wiegt nichts. Da habe ich trotzdem Angst, dass dieser Sling reißt und dass dieses Metall hier aufbiegt. Hier unten etwa dann den Schacht fürs Magazin. Das haben wir hier. Ja, ganz, ganz easy peasy hier mit diesem Hebel. Also einfach hier. Kommt doch easy peasy raus. Also das schnackelt gut ein und es kommt doch easy peasy raus. Ist krass. Ist wirklich krass. Ja, genau. Und dann haben wir halt noch das Magazin und es ist eine Art Highcap. Aber eine krassere Art Highcap. Nämlich eine Billigart. Ihr macht hier hinten diesen Schieber auf, schüttet rein. Dann macht ihr diesen Hebel hier. Nee, nicht so, sorry. Den lasst ihr hier unten einrasten. Dreht das Magazin auf den Kopf. Wackelt hin und her, bis quasi hier alles voll mit Kugeln ist. Macht den Hebel wieder hoch und dann geht's los. Wenn ihr das sozusagen gar nicht so weit runterschießt, dass dieser Hebel im Magazinschacht verschwindet, sondern hier ist und ihr dann quasi das Ding einrasten lasst, dann könnt ihr die ganze Waffe rumwackeln, könnt sozusagen das Ding wieder vollfüllen. Super Teil. Machen wir direkt noch, wenn wir die jetzt immer in der Hand haben, machen wir gleich noch Klang- und Ansprechverhalten. Also wie ihr gerade eben leer gehört habt, klang jetzt gar nicht so krass. Also vielleicht ein bisschen schwach, aber ja, wir erwarten jetzt nichts anderes. Es ist halt ein Billo-Gerät. Sollte keine 2 Joule haben. Darf's nicht haben. So, laden wir einmal durch. Ja, es ist halt, also man ist halt mit dem Ohr direkt an der Feder. Man hört das natürlich schon, das ist halt einfach so. Man hört auch hier, wenn man durchlädt, hört man auch so ein bisschen den Quietschen und den Knarzen hier drin, weil man, wie gesagt, direkt das Ohr am Gerät hat und ja, vermutlich nichts geschmiert ist oder ähnliches. Genau, also wie ich ja vorhin schon mal gezeigt habe, das Ding schlägt sofort ab. Klack. Geil. Geil, geil. Gehen wir weiter zur Magazinkompatibilität. Leider ist die nicht gegeben. Weil die Magazine auch einfach viel zu klein sind. Das ist einfach viel zu winzig hier. Ich weiß nicht genau, was das soll. 1:1 ist das definitiv nicht. Das meine ich nämlich irgendwo gelesen zu haben, dass das angeblich 1:1 sein sollte. Ich weiß nicht genau, ob die da drüben kleinere Hände haben und deswegen die Waffen kleiner sein können. Weiß ich nicht. Also Magazinkompatibilität ist raus. So. Legen wir dieses wunderschöne Gerät mal weg und kommen hier zur nächsten, zu dem 15-Euro-Modell. Also, wenn ihr das auspackt, dann fällt euch hier zuallererst mal dieses unglaubliche Gewicht auf. Also, das Teil ist quasi leichter als der Karton, in dem es kommt. Es ist so krass. Es ist so krass, wenn ihr das Teil ladet, das erste Mal, widerstandslos kann man das Ding laden und dann das erste Mal abdrücken. Es war erheiternd, aber eigentlich auch traurig. Das war's, habt ihr jetzt vermutlich, habt ihr gerade mitgekriegt? Ich mach's nochmal. Das war's. Sprechen wir das Ding wieder durch. Also hier ist halt wirklich nichts dran. Schlitten, alles Kunststoff, billigster Kunststoff, wo gibt. Hier, wunderschön Metall nach, also wie Metall nachgebildeter Lauf hier, ist natürlich auch Kunststoff. Es gibt den Abzug. Da ist tatsächlich ein bisschen Weg bis zum Druckpunkt. Dann schlägt sie quasi ohne Widerstand ab. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ein bisschen schwach auf der Brust ist. Hier hinten der Hahn lässt sich alles nicht spannen, die Sicherung funktioniert alles gar nicht. Das Einzige, was hier funktioniert, ist neben dem Abzug und dem hier ist noch der Magazinlöseknopf. Das funktioniert aber gut. Also, das rastet hier gut ein. Löst sich super.
Also geiles Ding. Ja, ich würde sagen, schießen wir mal mit Kugeln. Es ist super leise, also man könnte meinen, das Ding ist einfach super abgedichtet und super, super leise gemacht. Oder es ist schwach. Ist leider schwach. Oh, kam nichts raus. Jetzt kam zwei. Wieder nichts. Wieder zwei. Ja. Ich glaube, das soll jetzt erstmal auch genügen dazu. Kommen wir zur Beretta. Meinem. Tatsächlich jetzt erstmal meinem Favoriten sogar. Also. Okay, Omarex. Ja, weiß ich nicht, wann das unbedingt braucht. Aber. Das Teil hat Markings. Ich mache mal das Magazin raus. Das Teil hat Markings, Original-Markings sogar. Also hier Beretta M9 bla 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 irgendwas. Made for Omarex steht hier sogar noch mit drauf. Da hast du hier noch US M9 Armed Forces. Also krass, krass. Dann wenn man das lädt, ist schon auch ein bisschen Widerstand da. Also hier merkt man schon, hier ist nicht unbedingt die allerschwächste Feder verbaut. Der Hahn kommt sogar direkt mit. Auch nicht verkehrt. Hat bei der anderen nicht funktioniert. Hätte jetzt hier zwangsläufig nicht funktionieren müssen. Und dann ziemlich laut, aber klingt auch ein bisschen nach Bums. Also scheint ein bisschen was dahinter zu sein. Sprechen wir das Teil gleich mal so von vorne wieder durch. Ist alles Kunststoff. Ist auch nie der hochwertigste, aber hochwertiger als der hier definitiv. Ja, das Gewicht ist nicht so verkehrt. Es ist halt einfach eine Billo-Waffe. Es ist nicht sonderlich leicht, aber ich vermute mal, dass sie hier irgendwo Sand mit oder irgendwie so kleine Stahlteile mit eingebaut haben, dass hier einfach ein bisschen Gewicht reinkommt. Ja, hier vorne Kimme, Korn, Kimme sogar mit so einem kleinen weißen Strich versehen. Nicht verkehrt. Im Dunkeln super geil. Damit im Dunkeln spielt. So eine Taschenlampe noch so und dann lädst du. Und die Leute, die an dem Haus vorbeigehen, die denken, was da drin von der Disco-Show gerade abgeht. Genau, dann haben wir hier, gehen wir weiter. Wir wollen ja wirklich irgendwann mal hier fertig werden. Haben wir hier sogar in Fire und Safe hier. Fire, Safe. Wenn man auf Safe geht, hat man hier sogar so einen kleinen roten Strich. Krass. Also wirklich krasser Scheiß. Ja, dann hat man hier den Abzug, der fühlt sich irgendwie ganz schön komisch an. Ich weiß nicht, ob man das hört. Irgendwas knarzt hier und macht hier, arbeitet hier drinnen. Nicht so geil irgendwie. Dann hat man hier oben eigentlich nochmal so eine Sicherung. Die ist ohne Funktion, ist wahrscheinlich zu kompliziert, das hier hinten neben den Zylinder alles reinzubauen. Ja, ist ja wie bei so einer AIP, da machen die das ja auch nicht so. Weil irgendwie muss es ja nun mal in so eine Airsoft, muss ja irgendwie alles reinpassen. Dann haben wir, wie gesagt, diesen kleinen Hahn hier. Der lässt sich spannen. Der ist dann, wenn ich das Ding geladen habe, auch hinten. Ist nie so verkehrt. Auf der Seite haben wir hier einen Hebel, womit wir die Waffe auseinanderbauen können. Aber der geht ganz schön schwer. Gut, lassen wir das sein. Bei meiner geht das. Also ich habe ja wie gesagt so die ähnliche, also es ist fast gleich. Da kann man denn einfach, da kann man die Waffe so auseinanderbauen. Gut, lassen wir das. Ja, dann wäre hier nur so ein Schlittenfang, alles komplett ohne Funktion. Dann haben wir hier noch den Magazin-Löseknopf. Ja, das funktioniert auch super. Ist halt doof, dass ich gleich keine Kugel mehr in dem Magazin drin habe. Ja, hier dann noch diese diese Griffstücke hier frisch angeschraubt, das Ganze. Ja, ein bisschen strukturiert hier und mit so einem kleinen Beretta-Logo. Das sieht tatsächlich jetzt nicht so scheiße aus. Also tatsächlich, das Ding ist, also das kostet 15 und das kostet 28. Ich finde, dass bei diesen zwei Dingern Welten dazwischen sind. Wirklich, ganz ehrlich, das ist absoluter Schmutz. Und das Teil ist halt, ich finde, die 28 Euro schon, könnten sie schon wert sein, schlichtweg. Dann haben wir noch das Magazin hier. Das kann man quasi. Das ist halt doch einfach.
das kann man halt einfach auch genauso wieder schön hier zum Beladen hier in so eine Stellung hier unten bringen, indem man einfach diesen Schieber dann rüber drückt. Dann muss man nur hier oben auf diesen Hebel drücken, der quasi die Kugeln unten hält. Haut hier oben ein paar Kugeln rein. Das kann man natürlich oben im Speedloader machen. Die sind leider nicht mit dem Lieferumfang enthalten. Ich weiß nicht warum. Dann drücke ich einfach den Hebel wieder hoch. Klack. Geil. Ja, die erste hat es gleich. Naja, egal. Magazin rein. Handschuh wieder an für die Ordnung. Und dann schießen wir mal. Also, das ist schon, das geht schon ab. Also tatsächlich fliegen jetzt nicht sonderlich gut. Wir machen ja dann gleich nochmal so ein bisschen schusstestmäßig. Die fliegen jetzt nicht sonderlich gut, aber die haben ein bisschen Bums. Das ist nie verkehrt. Und es fühlt sich auch alles jetzt nicht so übelst scheiß an. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, nicht schlecht. Gucken wir gleich mal, wie die abschlägt. Ja, hier ist sehr, sehr viel Spiel. Sehr, sehr viel Spiel. Und dann, ja, kommt die im allerletzten Drittel quasi. Ja, da hätten wir die ganzen Detailsaufnahmen und sowas schon mal durch. Da kommen wir jetzt zum Schusstest. Ja, so, Schusstest startet. Wir starten hier mit dem krassen Gewehr. Auf 8 Meter. Wir schießen auf 8 Meter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ey, wie die einschlagen einfach. Also die zieht übelst rüber. Ist ein bisschen windig. Leichter Wind. Also Bums hat die. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Kunststoff das nie lange überlebt. Gut. Haken wir das Ding ab. Habt ihr gesehen. Top. Top. Jetzt gehen wir hier zu unserem 15 Euro Drecksding. Ja, okay. Ich gehe mal noch einen Meter ran. Komm mit. Komm mit. Ah, okay. Ich muss mal noch einen Meter ran. Also es wird auch immer weniger. Mit jedem Meter, den ich vorgehe. Ei, naja, also was soll ich sagen? Wir sind jetzt auf 6 Meter ran. Und wenn ich noch ein bisschen größer wäre, 3 Meter oder so, hätte es auch auf 8 Meter funktioniert vielleicht. Lass mal das. Habt ihr gesehen jetzt. Hier, Beretta. Geil. Ach so, wir können einfach wieder zurückgehen. Die hat auch Bums. Also die ist tatsächlich auf die kurze Entfernung nicht schlecht. Was ärgerlich ist, kriege ich gerade mit. Hier ist ein bisschen ölig. Und wenn ich das jetzt mit Handschuhen hier vorne lade und hier hinten rutscht man so ein bisschen, ist ein bisschen blöd. Was natürlich wieder gut ist, dass diese riesengroßen Dinger hier sind, da kann man halt ein bisschen geht. Aber, also mal ganz ehrlich, 30 Euro, also, finde ich nicht schlecht. So, haben wir den Schusstest abgehakt. Mal gehen wir nochmal auf die Reichweite. Ja, da brauchen wir bloß 2, weil die Reichweite von der... Ne, die testen wir mit. Okay. Jetzt. Wir machen jetzt einen Schusstest auf, wir fangen mal an mit 15 Metern. Reichweite. Es ist sehr, sehr windig. Also es ist heute wirklich sehr, sehr windig. Es ist auch fucking kalt. Boah, ich krieg so Hand festgehängt. Oh, da kam gerade 2 raus. Also, 15 Meter geht. Leute.
Mach. Ich bin so ein bisschen kaputt. 15 Meter geht nicht mehr am Werfen. Verdammtes Drecksding, Mann. Beretta? Oh. Geil. 15 Meter klappt mit Bane. 20 Meter. Es ist halt, also das Zielen ist auch sehr, sehr schwierig, Leute. Oh, ich glaube, das ist alle. Es ist auch gar nicht. Komisch. Feeding-Probleme. Ärgerlich, wenn man keine Magazine nachkaufen kann. Da kommt hier was raus, ich sehe es gar nicht. Jetzt. Also, 20 Meter. Problemlos. Ich ziele nicht, ich gucke bloß ein bisschen, wie die vorherige Kugel geflogen ist, weil zielen ist hier Quatsch. Also ganz ärgerlich ist natürlich, hier ist kein Hop-Up drin. Ich weiß nicht, ob ihr die Flugbahn seht. Die Flugbahn geht so, also wirklich so. Tatsächlich bei der, die ich da habe, schon seit Jubeljahren genau das Gleiche. Einfach so. Wenn man hier einen Hop-Up reinbauen würde, ich denke, es bleibt halt trotzdem der Federdruck. Leer. Ärgerlich. Nee, ist er nicht. Der Hebel, den hat es gerade eben irgendwie einfach, keine Ahnung. Also die ist leider bei 20 Metern raus, aufgrund der schlechten Flugbahn. Machen wir mit der wunderschön hier weiter. So, bei 25 Metern, mal sehen, ohne Hop-Up, könnte schwierig werden, bei dem Wind vor allen Dingen. Aber von der Reichweite her, was ist denn hier los? Jetzt ist wirklich alles verdammt. Aber ihr seht ja, also nachladen, geil. Die ging irgendwo da drüben hin. Die ging sonst wohin. Also ein bisschen schwierig. Mit dem Ziel und so ist ein bisschen schwierig. Red Dot wäre vielleicht geil, wenn oben eine Schiene wäre. Oh, das war gar nichts. Die war oben drüber. Die war ganz knapp vorbei. Wieder nichts. Also irgendwie macht die jetzt so manchmal dumm. Oh, jeder zweite Schuss ist hier scheiße. Jetzt ist jeder Schuss scheiße. Also wirklich, jetzt ist jeder Schuss scheiße. Gerade eben hat die noch. Und jetzt macht jeder Schuss denn. Weiß ich nicht. Also hier vorne ist halt an dem Magazin das ein bisschen weggebrochen mittlerweile. Jetzt geht's. Ich kann's. Ach, dieser verfickte Sling. Übrigens, man sieht nicht irgendwo, ne? Also ich bin nicht von dir, weil das Zoom ist eigentlich geil. Ach so. Huh, oh, hast du es gesehen? Jetzt kam es weh raus. Hast du es gesehen? Also wir müssen jetzt mal. Sind wir mich jetzt? Ich musste jetzt mal den Sling fachmännisch abmontieren, weil er einfach nur beim Nachladen gestört hat. Verdammt, der Stift hier geht raus. Der Stift hier, der geht raus.
Oh mein Gott, diese tolle Waffe. Die geht immer mehr kaputt. Hier vorne der. Oh, den kriege ich da nie wieder rein. Oh mein Gott, dieses Review, das ist einfach furchtbar. Ah, jetzt gehe ich hier rein, Mann. Oh, jetzt hat es mein Handschuh gefressen. Also, von der Reichweite her ist es teilweise krass. Man muss jetzt natürlich auch sagen, wir schießen ja, wenn wir die richtigen Waffen testen. Ja, es tut mir leid, es sind einfach keine richtigen Waffen. Dann schießen wir auf vier, zeige ich da drüber, das seht ihr gar nicht. Das könnt ihr gar nicht sehen, dass dort vier Reven stehen. Da schießen wir eigentlich auf vier Reven. Die sind ja viel, viel größer als dieses winzige Ziel da hinten. Also wir haben natürlich auch einfach viel, viel höhere Ansprüche offensichtlich an diese Waffen als an den Schrott, den wir sonst zu testen. Also offensichtlich, sonst wird man es ja nicht so machen. Sonst hätten wir ja dort eigentlich jetzt acht Reven hinstellen müssen. Läuft bei uns. Du musst aber dazu sagen, dass wir die anderen Waffen auf 6 Meter testen, hier 20. Wie ihr vielleicht mitkriegt, wird das Video, obwohl wir jetzt drei Waffen gleichzeitig haben, ein bisschen kürzer. Wir kommen nämlich jetzt zum Ende. Abschließend ist zu sagen, meine Handschuhe sind offen. Abschließend ist zu sagen, die hat uns leider überhaupt nicht überzeugt. Selbst im Werfen, wobei ich da sagen muss, das kann auch am Werfen denn liegen. Selbst im Werfen habe ich die 15 Meter nicht geschafft. Oder es liegt, vielleicht liegt es so einfach am Gewicht. Schwere Kugeln rein, ein bisschen mehr Gewicht. Probiert's. Probiert's. Verdammt nochmal. 15 Euro in Sand gesetzt. Das Teil finde ich persönlich tatsächlich, also ich bin da vielleicht noch ein bisschen voreingenommen, weil ich dieses Ding schon ewig da habe und damit früher gespielt habe und die halt einfach funktioniert und auch nicht so einfach kaputt geht. Wenn ich natürlich jetzt würde hier bam gegen die Wand rennen, klar, wenn ich hier mit meiner AEP bam gegen die Wand renne, ist die auch klar. Deswegen, es gibt sogar Beretta-Holster, da passt die rein, weiß ich, weil ich habe die ja. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Also für mich der klare Gewinner heute. Absolut, also wirklich der klare Gewinner. Wenn ihr jetzt natürlich spielen wollt oder irgendwie aus dem Spielfeld und alle eure Leute oder alle anderen Spieler haben dieses Teil in zusammengebauter Form, versteht sich, da gewinnt ihr. Wenn ihr auf ein ganz, ganz normales Spiel, auf einen ganz, ganz normalen Spieltag geht, ja ey, was, das, da kannst du froh sein, wenn du mal einen damit triffst. Ihr habt ja gesehen, ohne das Hopper, absoluter Scheiß. Also damit brauchst du quasi nicht mehr auf Dosenblinken gehen, weil die Reichweite einfach so lasch ist, dass das keinen richtigen Spaß macht. Ist halt ärgerlich. Also ich habe tatsächlich vor, bei mir auf dem Spielfeld mal ein Game zu machen, Back to the Roots, wo man ausschließlich mit so Billo-Waffen spielen kann. Und da ist das so ziemlich die beste Billo-Waffe, die man sich dazu kaufen kann. Denn leider ist das Teil halt, die hat zwar irgendwie, nee, die ist halt irgendwie auch scheiße. Also, nee, ist es halt leider echt nicht. Also für 30 Euro ist die schon nicht so geil. Hier vorne, jetzt beim Schießen, ist uns hier vorne der Stift nach vorne gewandert. Also wenn ich das nicht mitgekriegt hätte, wäre der Hebel mit dem Stift weggeflogen. Hätte ich auf dem Spielfeld vermutlich nie wieder gefunden. Bei dem Magazin hat es hier vorne jetzt schon hier irgendwas weggebröckelt hier. Also feeden wird die wahrscheinlich nicht mehr lange. Dann ist das Ding auch durch. Nee, Leute, den Sling, den habe ich vorhin mal fachgerecht abbauen müssen, weil er einfach nur genervt hat. Ja, Länge ist halt leider nee, unbedingt perfekt. Nee, Leute, kauft euch nicht so einen Scheiß. Kauft euch nur so einen Scheiß, wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, so wie wir. Also die letzte Stunde drehen jetzt war geiler als der Rest davor. Das ist halt schon cool. Aber sonst lasst die Pfoten von diesem Dreck. Also die 30 Euro... Ich glaube, die kann man sinnvoller mittlerweile investieren. Also da muss man nicht sich so einen Scheiß kaufen. Kauft euch lieber ein paar Kugeln oder so einen Scheiß. Also, nee, lasst sein, lasst sein. Wir gehen jetzt noch eine Runde spielen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Verdammt, ich hab's nicht auf Video, das ist so dreckig gewesen. Das ist ja so ein gutes Outfit gewesen. Wie ich hier das Rohr poliere. Ja, genau. Naja, aber wisst ihr, wie dreckig das war? Schön, wie
bis sowas Hochwertigem hier kannst du das nicht machen. Ja.